Letzter Schliff bei Holzbiene Maya. Und während Bernhard Weber pinselt, lockt der Blick in die Welt mit den Augen einer Biene. Und zwar seine Frau Silke Weber, die hat sich schließlich das Modell und den Pfad mit ausgedacht. Es ist total interessant, die Natur mit den Augen eines Insekts zu sehen. Wir haben auf der einen Seite des Auges bis zu 4000 Facettenaugen, durch die das Insekt die Natur wahrnehmen kann. Wir als Mensch müssen unseren Kopf um 180 Grad drehen. Und das Insekt kann im Geradeausflug diesen 180-Grad-Winkel komplett aufnehmen. Von dort geht es los auf den Bienen- und Insektenlehrpfad. Tafeln bringen den Besuchern diese Naturbewohner näher und werden auf Interessantes hingewiesen. Bienen haben einen Rüssel und so etwas Schönes wie einen Honigmagen. Unsere Idee ist es auch, Schulklassen den Insektenlehrpfad und den Lehrbienenstand für den Biologieunterricht näher zu bringen und auch zur Verfügung zu stellen. Auch Kindergärten haben die Möglichkeit, an dem Lehrbienenstand vieles über die Biene zu erfahren. Eines der neuen Exponate, ein Insektenhotel und bereits bewohnt. Zu erkennen an den zugekleisterten Öffnungen. Man kann erkennen, dass in der Kürze der Zeit die verschiedensten Dinge schon ausgebaut sind. Das heißt, Solitärbienen haben hier ihr Ei gelegt, was hier überwintert. Und im Frühjahr schlüpfen die dann. Und ich sage, es ist wirklich beeindruckend, dass in der kurzen Zeit dieses Ding, obwohl es sehr neu ist, schon von den Tieren angenommen wurde. So gut wie dieses Hotel läuft, so dramatisch ist der Zwischenfall im nächsten. Denn einer der Bewohner wird den nächsten Frühling garantiert nicht erleben. Bienenlarve von Wespe aufgefuttert. Doch so ist das eben in der Natur. Die Wespe, das ist ein endemisches Insekt. Es klaut sich natürlich dann auch gerne mal was vom Teller oder auch in dem Fall aus dem Insektenhotel. Am Lehrbienenstand geht es gerade friedlicher zu. Reger Einflugverkehr mit Pollen im Gepäck. Die werden jetzt an die Stockbienen dann abgegeben, auch die Pollen. Und die werden dann quasi von den Arbeitsbienen dann in die Waben mit eingelagert. Kurzer Kontrollblick, alles prima im Bienenstock. Der wurde übrigens vom Preisgeld der Umweltlotterie angeschafft. Silke Weber freut sich, dass die Bienen hier ein für alle Besucher sichtbares Zuhause bekommen haben. Ja, das war eigentlich der Honig im Topf. Wir konnten von dem Gewinn, unseren Bienen- und Insektenlehrpfad weiter ausbauen, interessanter für unsere Bevölkerung machen und ein Highlight setzen. Maya begrüßt ab heute jeden Besucher auf dem Insektenlehrpfad in Hünfeld.